Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Barbie und der geheimnisvolle Pegasus. Yay! Unsere Aufgabe ist es, Leute zu befreien aus den ewigen Bann des Steines. Guten Tag. Oh, hallo Barbie. Oh, hallo geiler Rüdiger. Ja. Ja, was ist denn? Hier hast du einen Schlüssel. Ja, danke. Ja, willst du etwas schon gehen? Ja, du hast mir noch einen Schlüssel gegeben. Ich muss nach der Tür suchen. Na gut, wir sehen uns später. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser geile Rüdiger schleicht sich sogar gleich an Folgenanfang und... Ich habe das Level in der letzten Folge noch gemacht, deswegen wusste ich... also in der Folge, die ich nicht aufnehmen konnte. Use your wand to reach the top by breaking away the block to make steps. Ich hoffe, ich krieg das hin. Es hört sich. Oh ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich das. Oh nein. Oh, das war schwer. Hilfe. So, ich muss mich gleich wieder umziehen. Wir hatten gerade wieder eine Begegnung mit dem geilen Rüdiger. Und er ist weg. Bitte machen Sie Platz für Leute, die noch geile Rüdiger auf dem Balkon Sims. Nein, das ist ja gar kein Balkon. Auf dem Dach haben. Da ist noch Peter Griffin. Ich bring alle um. Brauche ich da? Ne, ich bin voll. Ja, wirklich, ich bin voll, sonst könnte ich das nicht ertragen. Ich muss voll sein. Oh Gott. Oh, ich wünschte, ich wäre voll. Na ja, Opa. Oh Mann. Hey, wir haben das erste Level in dieser Folge schon zur Hälfte geschafft. Und wir haben ein neues Kleid. Oh, ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen. Ja, das geht nicht. Ich bin immer noch voll. Igel! Oh nein, die Brücke ist kaputt! Was können wir hier nur tun? Reinspringen nützen! Oh Gott, jetzt bin ich wirklich reingesprungen. Ich hab zu weit gedrückt. Ah, oh, bin ich doof. Aber zumindest haben wir jetzt gerade rausgefunden, dass Barbie etwas gegen Wasser hat. Weil was ist bitte daran so schlimm? Es war ja wirklich nur Wasser. Es ist Wasser und sie kriegt Schaden. Sie hat einen Schaden, aber von Wasser. Ich geh mal hier hoch und nehme mir das Herz mit, damit ich wieder voll bin. Oh Gott. Lass ich hier oben. Lachs Carpaccio? Nee. Hallo. Wirklich? Du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Ich bin's, der geile Rüdiger. Ja, ich weiß, dass du der geile Rüdiger bist. Ja, und du hast doch gesagt, wir sprechen uns nachher noch, oder nicht? Das hast du gesagt, soweit ich weiß. Hab ich das wirklich? Ja, ich glaube schon. Ich wäre mir da nicht so sicher. Übrigens sieht das so aus, wenn du diesen komischen Zauberstab da so vor mir hinhältst, als ob das ein Mikrofon wäre und du mich gerade interviewst. Ja, aber ich interviewe dich nicht. Übrigens ist dir schon mal meine ganz tolle Kleidanimation aufgefallen, wie diese Pixel da von oben nach, von links nach rechts einmal nach oben und nach unten wandern. Ist ja wunderschön. Ja, es ist einfach zauberhaft. Oh, das muss ich sagen. Also, ich muss dann mal gehen. Okay, tschüss. Das war ja jetzt seltsam. Hat mich nicht mal zum Essen eingeladen. Ich glaube, der geile Rüdiger bessert sich, wenn ich jetzt noch ein anderes Kleid hätte. Ja, der geile Rüdiger gleich im ersten Level ja zweimal vorhanden. Das ist ja unfassbar. So, Passwort. Was haben wir denn hier? Eine Fernbedienung. Bass Sultan Hengst.
Elkoboldos und Ashton Kutcher. Nee, keine Ahnung. So, das Level kenne ich noch nicht. Ab jetzt spiele ich blind weiter. Weil dieses Spiel auch so schwer ist. Ja, also es ist... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffen kann, jetzt wo ich die Level nicht mehr kenne. Es ist herausfordernd. Hoch 2. Ich renne mal zurück, weil ich Angst habe, dass hier noch irgendwas ist. Nein, hier ist nichts. Haha. Und wieder zurückrennen. Und dann nehme ich mir das Ding hier noch mit, damit ich wieder auf voll bin. Hüpf, hüpf. Da ist wieder ein Junge. Die lächeln auch... Ja, toll. Die lächeln uns alle so bekloppt, als würden sie gerade irgendwelche Drogen eingeschmissen haben. Hey, ich bin fröhlich. Wer weiß, vielleicht haben sie es ja. Also gut, vorstellen könnte ich es mir. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist da oben wieder der geile Rüdiger. Ach, geiler Rüdiger. Ja, du hast mich gerufen. Nein, eigentlich habe ich dich nicht gerufen. Aber du hast dich ja da schon wieder umgezogen, dahingestellt. Das ist ja unfassbar. Ich stelle mich mal hier rüber auf das Dach. Na, sprechen wir mal aus der Entfernung und... Puh, zum Glück bin ich los. Das hat er nicht mitgekriegt. Sein Gehirn funktioniert nicht so schnell. Nein. Piu. Aua. Na, hier ist wieder ein Igel, der da rumrollt. Oh nein, ist schon wieder der geile Rüdiger. Hallo, ich bin's, der geile Rüdiger. Ja, geiler Rüdiger, ich weiß, dass du es bist. Ja, weißt du es wirklich? Was hältst du eigentlich von dem Hintergrund? Der ist doch wunderschön. Ja, der Hintergrund, der ist super und malerisch. Aber was ich nicht gut finde... Ja, was findest du denn nicht gut? Findest du das Gleiche nicht gut, was ich nicht gut finde? Weiß ich nicht, was findest du denn nicht gut? Ja, sag du doch erstmal, was du nicht so gut findest. Ja, nee, dann weiß ich ja nicht, ob du das, ob du genau das, was ich nicht gut finde, auch gut gefunden hättest. Na gut, dann sag ich halt, ich finde nicht gut, dass der Hintergrund statisch ist. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Was? Der Hintergrund ist statisch? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich wollte sagen, der Hintergrund ist ein wenig verpixelt. Ja, also, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich passe da jetzt mal auf. Okay, also, apropos, verpixelt, wollen wir essen gehen? Was hat denn das mit verpixelt zu tun? Ja, überhaupt nichts, aber ich wollte dich einfach mal zum Essen einladen, beziehungsweise wollte, dass du mich zum Essen einlädst. Also, ich wollte dich einladen, mich zum Essen einzuladen. Ja, später vielleicht. Immer dieser Rüdiger, ne? Es ist unfassbar. Nee, aber das muss wirklich mal gesagt werden. Guckt euch mal den Hintergrund an. Der ist einfach statisch. Wir bewegen uns die ganze Zeit von links nach rechts. Und im Hintergrund ist einfach dieses eine PNG. Dieses schlecht pixelte PNG. Das ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Barbie-Spielen großartig anders war. Da habe ich das nicht wirklich aufgepasst. Aber hier merkt man es gerade extrem. Gut, das Ding brauche ich jetzt nicht wirklich. Wir brauchen nur noch eine. Einen Kollegen. Na, aua. Guten Tag. Yeah. Nee, ich meine. Yay. Yeah. Passwort. Hey, zweimal der Kartoffelgnom. Einmal einen Schuhlöffel. Und einmal. Ich bin gerade AFK, Brain AFK. Und einmal Peter Lustig. I'm getting impatient, Annika. It would be easier if you just admit that I'm your man. Forget it. I'm not going to marry you, Wenlock. We will see what my Griffin has to say about that. Oh nein, jetzt müssen wir gegen Peter Griffin kämpfen. Defeat Peter Griffin by using the twirl power to fool him into crashing through the wooden bridges. Hm.
Oh, 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 das ist oh, haha. Oh, das ist, oh, ist das schwer. Oh, ich wünschte, ich hätte auf Easy gespielt. Man muss aber auch sagen, dieses Spiel hat nur zwei... Okay, das wird jetzt ein bisschen knapselig. Dieses Spiel hat zwei Schwierigkeitseinstellungen und die sind völlig zurecht. Aber die sind... Okay, das war doof. Aber es ist ein bisschen verwirrend, denn das Easy-Mode hier, das ist schon ähnlich wie der Nightmare-Mode bei Cry of Fear. Und ich habe jetzt zum Glück in den ersten beiden Barbie-Spielen... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir freuen uns in der Luft. Gut, kann man machen. Schloss Neuschwanstein. Günther, der... Gnubbel-Gnoll. Nee, keine Ahnung. Ja, das ist Günther, der Gnubbel-Gnoll. Dann hier... Peter Maffay. Und Rasierapparat. Ah ja, ich darf hier wieder 10 Coins. Das heißt, ich muss diesmal durch Wolkenkreise durchfliegen. Ich habe es mir leider nicht durchgelesen. Ich dachte, wir müssen wieder das von vorhin machen. Aber das kriege ich auch noch hin. Ja, was ich gerade sagen wollte. Zum Glück habe ich ja die ersten beiden Barbie-Spiele gehabt. Da konnte ich mich mal ranwagen, dieses Spiel ja mir auf normal zu wagen. Weil normalerweise ist das für einen Normalo-Spieler nicht möglich, dieses Spiel auf normal durchzuspielen. Das ist einfach zu schwierig. Was denken ihr, wie viele Amokläufe durch dieses Spiel hier entstanden sind, weil es zu schwierig war? Die Leute haben es größtenteils schon nicht bei Easy geschafft und... Ach, das ist einfach... Ich habe mich trotzdem mal normal gewagt, weil ich habe hier... Oh, ist das wunderschön. Weil man muss ja sagen, ich bin jetzt wirklich geübt und... Ich hab's mir mal zugetraut. What is this place? The Forbidden Forest. The Forbidden Forest? It's full of spooky creatures, but the wand of light will help you get through it. Just remember, Winlock's spell may have turned villagers... Warum klingelt es? ...into something other than stone statues? Ja, okay. Die Leute könnten auch in was anderes als Statuen verwandelt worden sein. Blümchen? Nein, Blümchen sind es nicht. Kann ich da hoch? Ja, kann ich, aber es bringt mir reichlich wenig. Ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Weil es ist jetzt doch schon ein bisschen verworrener. Da, eine Statue. So viel zu, sie könnten auch was anderes sein. So, die Tochter vom geilen Rüdiger. Was ist das denn? Na. It's the flower jewel. I can use this one power to change enemy into plant. Oh Gott. Oh Gott. Vor allem das schöne Geräusch. Oh, Alter, ist das blöd. Ist das doof. Ist denn noch jemand drinne? Sieht nicht so aus. Ja, okay. So ein kleiner wird wahrscheinlich nicht da sein. Ich habe Angst, dass hier irgendwo was nach unten. Nach unten geht und. Ich hasse den Kerl. So, da oben gibt es ganz tolle Dinge. Ja, ganz tolle Dinge. Wie toll. This one looks so human. It's almost as if he's been transformed by Wenlock's magic too. Puff, nein, geht nicht. Verstehe. Es ist zwar ein bisschen seltsam, weil Steine sind für mich keine Pflanzen. Ich weiß jetzt nicht, wie euch das geht, ob ihr Steine zu Pflanzen zählt, aber... Nein, nicht der geile Rüdiger. Nein, geiler Rüdiger, lass mich in Ruhe. Ich renne gleich von dir weg.
Ich habe genug mit dem geilen Rüdiger zu tun gehabt. In der letzten Folge. Und auch schon in dieser hier. Ein Fischi. Boah. Vielleicht kann ich ihn ja erwischen. Boah, das ist voll der Unterschied. Ja, toll, danke. Es ist... Wie hässlich das auch aussieht. Das ist ja unfassbar. Piu. Opa! Komisches Geräusch und dann... Nein. Flammschein. Hui! Fliege, Schmetterling! Schmetterling der Liebe! Damit muss man erstmal klarkommen. Strange. Warum kommt man jetzt hier hoch? Aus Gründen. Ah ja. Fresse. Ich gehe hier lieber so hoch. Ich kann gar nicht so hoch gehen. Ach, das Ding ist einfach wieder da. Okay. Na, Kollege. Huh, geschafft, das war. Knapp, das ist zweimal... Udo Lindenberg. Dann ist das noch... Ja, das ist... ein Pferd. Ja, und... Das letzte war ein Zauberstab. Ich bin jetzt mal einfallslos. Ich hab Angst, dass das weh tut. Wow, hier gibt's aber viel. Hey, das ist ja ganz toll. Es ist, ich bin immer wieder erstaunt, wie super das hier oben ist. Hust. Nein! Ich wollte noch gucken. Hast du mich gerade angerülpst? Das ist aber nicht schön. Ich renne mal hier rüber. Okay, ich renne mal wieder zurück. Ich hab dich gerade versteinert, also sei still. Noch einer. Oder? Ach, hier oben. Ach, eine Frau. Wow, sieht die hässlich aus. Frauische Goblin. Ja, frauisch. Das ist auf jeden Fall auch ein Adjektiv, das man immer wieder benutzen sollte. Spini! Flömmchen! Brrrt! Brrrt! Spini! So. Alter, die Geräusche von den Viechern, das ist ja unsagbar. Okay, da fällt man ein bisschen durch. Und Bams. Noch eins. Da oben ist... Ja. Da oben ist es, wollte ich gerade sagen. Na komm schon. Wow, es hat sich total gelohnt, hier hochzugehen. Und der Typ ist auch schon weg. Blümchen! Ein Greif.
Den sollte man besser nicht angreifen. Noch einer. Ich sollte mal lieber links gucken, ne? Also es wäre wahrscheinlich besser. So. Hier muss ich auf den Greifen warten. Oder ich kann versuchen, hier hochzugehen. Das geht nämlich noch schneller. Bams. Und im nächsten Level, was dann in der nächsten Folge dann stattfinden wird, werden wir hoffentlich wieder ein neues Kleid finden, denn der geile Kevin, der geile Rüdiger, der ist ja sicher wieder irgendwo. Wie komme ich auf Kevin? Der geile Rüdiger. Ohne Probleme geht's hier hoch. Also fast ohne Probleme. Aha. Ja, doch schon. Ich hasse das. So, und Bams und Damm. Na, der geile Rüdiger. Zum Glück ist er weg. Das ist einmal eine Suppenkelle. Dann ist das mein Zuhause. Das ist Wolfgang Petri und Helge Schneider. So, ich will wenigstens noch den ersten befreien hier. Der erste ist befreit. Jetzt stelle ich mich hier auf eine zentrale Position, damit ich genau weiß, wo ich gleich weitermachen muss. Blümchen! Ach so, da wird man nur langsamer. Ich dachte, da passiert irgendwas Schlimmes, wenn man das erwischt. Wie zum Beispiel, man bekommt irgendwas abgezogen. Aber man wird nur langsamer. Das ist ja Billo. Billo, sage ich. Billo. Oh, ein Greif. Hier ist die Tür. Ja, ich wusste, dass es hier ein Kleid gibt. Und du hast doch sicher... Nein, nicht der geile Rüdiger. Oder du hast doch sicher den Schlüssel. Hä? Wer hat den Schlüssel? Hat der Greif den Schlüssel? Hast du den Schlüssel? Jetzt bin ich neugierig. Der Hintergrund ist super. Ach, wir sind da. Ja. Nein. Ah, hier ist der Schlüssel. Nein, habe ich gesagt. Nein. Lass mich doch mal oben. Ich muss wieder zurück. Ich hole mir noch das Kleid und dann ist gut. Das dauert mir sonst zu lange. Deswegen mache ich das so. So, was habe ich dieses Mal zu tun? Reach the other side by using your wand to make the blocks disappear before the time runs out. Oh nein, nein, jetzt komme ich doch nicht mehr hoch. Das ist doch wohl ein Scherz. Nein! Das mache ich nochmal, ich will das Kleid haben. Nein! Bin ich doof! Na, ich kann auch nicht das Juwel wechseln. Ja, echt, time's up. Das mache ich nochmal. Brauche dieses Kleid. Denn dieses Kleid ist wunderschön. So, jetzt muss ich mich noch schnell umziehen.
Und der Zauberstab ändert auch seine Farbe. Naja. Wie auch ihre Arme bewegt. Als wären die aus Gummi. So, auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge, Freunde. Wir beide verabschieden uns. Verabschieden, ja. Wir verabschieden uns. Schieben! Das ist eine Schiebung. Nein, wir verabschieden uns und sagen... Hollerö, bis zum nächsten Mal. Tschüss.